Wie mache ich das am besten? Setze die Truhen weg oder lasse ich es so? Ich glaube, ich lasse es so, weil es ist nämlich dann viel zu aufwendig. Das ist natürlich überhaupt nicht symmetrisch hier. Gut, ist nicht so schlimm, das bleibt so. Ja, leider kann ich die Töne hier oben mit den... Das klappt leider so nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie das funktioniert mit den, mit der Schaltung. Aber leider wird das hier nichts. Schade. Oder ich muss immer nur eine Tür machen. Dann würde es dann mit den Dings funktionieren. Hm. Überlegen. Wie mache ich das am besten? Wenn ich mich jetzt im Moment hier eine Präsurplatte 10 mache. Aber ich könnte das. Geht das nicht irgendwie anders da? Einfach eine Torch unten drunter setzen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Weil die Torch müsste ja dann. Moment, ich muss jetzt gerade mal. Falle ich schon drunter? Ja, war natürlich klar. Torch müsste dann, glaube ich, da unten drunter. Nee, die muss eins weiter rüber. Ich glaube, das könnte gehen. Wo ist die Tür? Ah, die Tür ist eins weiter drüben. Ist dann, glaube ich, hier. Muss ich gerade mal eine Fackel bauen. Also eine Torch-Fackel. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Das kann ich gar nicht versprechen. Mal probieren. So, die Tür sitzt zu. Die Tür geht auf, aber die andere geht nicht auf. Hm, das ist natürlich blöd. Wohl hier ist ja, glaube ich. Ich muss hier gerade mal alles aufreißen. Das ist mir zu doof hier. Doch, das. Ja, sieht man die Schaltung. Na gut, das ist nicht so dramatisch. Moment, ich mach das jetzt mal so. Ich setze die Schaltung jetzt hier hin. Für die Tür wenigstens. Die andere Tür, naja, da müssen wir mal schauen. Das reiße die Tür raus. Und mach da. Baue das ein bisschen weiter raus. Ja, ich glaube, so mache ich das so ungefähr. So, weil nämlich hier muss eine Torch unten drunter. Und dann muss auf die andere Seite noch ein Torch und drum, dass die Türen alle beide angesteuert werden. Moment. Ich kann mir hier eine Torch bauen. Aufpassen, dass ich nicht zu viel Redstone verbrauche. So, jetzt haben wir das. Muss ich überlegen, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen doof. Obwohl, ich kann ja hier was draufsetzen. Baue ich das hier, dass es hier so oben hin. Ja, das ist gar nicht so schlecht. So, weil ich muss mich da lang jetzt Redstone legen, weil ich muss ja die Schaltung irgendwie legen. Bin ich nur gerade am Belegen, wie das gehen könnte. Komme ich hier noch durch? Nee, natürlich komme ich hier nicht mehr durch. Gut, dann mache ich das anders da. Das hier mal ein bisschen verändern. Muss ich die? Ne, die will ich eigentlich nicht so hoch gehen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Muss aber mal überlegen, wie das alles funktionieren könnte. Geht das so? Ne, geht eben nicht so. Weil hier zwei hoch ist. Moment, das muss ich hier mal ändern. Das könnte aber eigentlich rein theoretisch gehen. Mal schauen. Einmal probieren und dann wissen wir es ja. So, hier bin ich auch oben. Doch, das geht sogar. Wenn hier irgendwas im Weg ist, dann wird das halt weggerissen. Halt. Ja, die Truhe ist natürlich jetzt im Weg. Na gut, ist erstmal egal. So, jetzt muss ich überlegen, wie die Schaltung. Wie ich die am besten mache.
die Schalter kommen hier hin. Das heißt, Redstone muss hier rum. Das kann ich erstmal offen lassen, das ist erstmal nicht so wichtig. Ja, es ist halt ein bisschen knifflig. Weil ich muss jetzt mit der Redstone eigentlich darüber. Die Seite muss hier hin, weil ich muss ja hier oben drauf die Platten legen. Momento, jetzt muss ich erstmal hier oben hin. So, hier kommen die Platten hin zum Drücken. Geht das noch nicht? Wie waren das nochmal genau? Muss ja unten jetzt eine Fackel setzen oder geht das so? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich bin ja mit denen richtig. Aber warum funktioniert das denn hier nicht? Ja, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das nochmal ging. Ah ja, okay, so ist es aus. Und so ist es wieder an. Ja, normalerweise, wenn man Redstone unter die Dings setzt, geht das normalerweise. Warum geht das jetzt hier nicht? Man muss ja gerade mal tüfteln, wie das hier wieder funktioniert. Geht das hier mit der Redstone oder wie? Normalerweise nicht. Nee. Eine Redstone-Fackel geht das nicht. Hä? Das ist ja komisch. Also normalerweise, wenn man hier jetzt Redstone hinsetzt und drauf geht, reagiert der eigentlich normalerweise. Aber warum geht das hier nicht? Upsala. Oder habe ich das jetzt... Ach, ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich muss jetzt, glaube ich, hier so eine Art Repeater hinbauen. Momento. Ich kann mir hier das alles wegbauen. Das weg. Ja, da kommen wir natürlich jetzt genau oben drüber. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen sehr blöd. Aber gut, das ist dann halt so. Weil ich will eigentlich ganz gerne das da bauen. Komme ich trotzdem in Ruhe dran? Nee. Leider nicht mehr. Gut, dann muss ich die wegbauen. Das ist auch egal. So, dann baue ich das einfach mal hier wieder zu. So. Ja, das sieht ein bisschen komisch jetzt hier aus, aber das ist mir egal. Moment, das baue ich doch mal wieder weg hier. Obwohl. Ach komm, ich lasse einfach dran. Kommt die Truhe jetzt ja auch weg, dass es symmetrisch passt. So. Haben wir es jetzt auch gleich. Warum weil sie Klinis eigentlich verbraucht für nix? Naja, ist erstmal egal. So, jetzt muss ich den Repeater. Ach so. Repeater ging ja so. Stimmt ja. Wie baut man nochmal einen Repeater? Repeater. Wie ging der nochmal? Moment, ich muss jetzt gerade meine Rezepte nochmal schnell durchschauen. Weil ich gerade nicht weiß, wie ein Repeater nochmal ging. Minecraft Repeater Rezept. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe Repeater selber noch nicht gebaut. So in der Art zumindest nicht. Es gibt ja mittlerweile die fertigen Repeater. Ich kann mal gucken, wie ich den baue. Weil ich habe immer Repeater anders gebaut, aber den braucht man ja nicht mehr. Man kann einen Repeater auf eine Stelle setzen. Wo haben wir denn den Repeater? Repeater, hier haben wir ihn doch schon. Aha.
Stein. Okay, ich brauche zwei Torch. So, die kommen dann einmal da und einmal da. Ein Redstone kommt hier oben hin und das ist dann, glaube ich, Cleanies. Ja, da haben wir doch schon einen Repeater. So. Oh, eine Spinne. Na, ist egal, die kommt so oder so hier nicht rein. Überlegen, ob ich hier das zubauen soll. Ich glaube, ich baue das gerade mal zu. So, da kommt auf jeden Fall schon mal kein Viech rein. So, muss ich überlegen. Repeater, wo setze ich ihn am besten hin? Wenn das geht, natürlich hier hin. So, Repeater sitzt. Aber ich weiß nicht, ob das so geht. Ja, die Tür geht immer noch nicht. Ah, jetzt geht aber, das geht schon mal. Upsala. Ich überlege, wie ich das hier mache am besten. So, das mal weg. Das weg. Redstone. Repeater. Wie geht denn das hier nicht? Das ist ein blöder Mist. Nee, der greift da irgendwie nicht zu. Na gut, dann müssen wir den da ansetzen. Repeater. Moment, dann muss ich das mal wieder wegmachen. Redstone, Redstone, Redstone. Der Repeater geht, aber irgendwie schaltet er nicht um. Moment, das muss ich jetzt mal andersrum setzen. So rum. Genau. Jetzt sieht das schon viel besser aus. Oder auch nicht. Wie greift hier gerade auf den Repeater weiter? Wieder mal nicht zu. Gut, dann müssen wir es anders da machen. Ne, das geht so nicht. So, jetzt hat er Verbindung zum Repeater. Aber irgendwie geht das nicht. Moment, irgendwas ist hier. Nee. Also irgendwie funktioniert das auf jeden Fall, aber muss nur überlegen, wie das funktioniert wieder. Wie funktioniert das nicht? Ach so, warte mal. Nee, ich mach das jetzt mal so, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Mit dem Umlenken. Nee, ich glaube, das brauche ich. Gott, das muss so bleiben. Ich mache meine Umlenkrolle. Sozusagen. Regnet schon wieder. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, mal eine Torch bauen. So. Machen wir die Torch hier dran. So, und jetzt ist umgelenkt. Jetzt dürfte es gehen. Hä? Wieso geht denn der? Blöde Mist hier nicht. Ich muss gerade mal was probieren. Ich mache hier irgendwas, mache ich hier falsch. Hm. Aber warum funktioniert das nicht? Das ist ja komisch. Irgendwas mache ich falsch, aber was mache ich falsch? Hm, der lenkt gar nicht um. Das ist ja komisch. Ah, jetzt geht's.